Das Revier für Hunde ist ein Ort der Kommunikation zwischen Hunden. Super, hallo, guten Morgen zusammen. Ein Ort, wo man sich findet, wo Menschen auch Raum für sich finden. Ein Ort, wo Menschen und Hunde Ruhe finden. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist ein Gefühl und keine Formel. Es gibt in der heutigen Gesellschaft ganz viele Hundebesitzer, die mit ihren Hunden überfordert sind. Hundebesitzer, die mit ihren Hunden nur noch zu bestimmten Zeiten spazieren gehen. Hunde, die sehr respektlos anderen Hunden und anderen Menschen gegenüber sind. Ich sensibilisiere Menschen für ihre Verhaltensweisen und die Wirkung auf ihre Hunde. Wenn ein hektischer Mensch mit einem hektischen Alltag einen hektischen Hund hat und darüber verwundert ist, verwundert mich das. Hier bei mir geht es darum, dass der Mensch sich Hilfe sucht und auch nicht zu lange wartet. Wir haben gemerkt, dass wir uns ändern müssen oder unser Verhalten ändern müssen und dadurch ändern wir auch unsere Hunde. Und das merken wir jetzt langsam, dass wir halt dadurch wachsen. Und mir ist daran gelegen, dass Hunde frei miteinander kommunizieren können, dass sie Raum haben, dass sie Platz zum Ausruhen haben auch und Zeit zum Ausruhen haben, dass sie sich mit Artgenossen beschäftigen können, Jagdspiele machen können, sich eben in der Balance wiederfinden. Um Hunde zu verstehen, ist es auch ganz wichtig, sie zu beobachten. Und nur wer gut beobachtet und sich auch die Zeit lässt, der hat die Möglichkeit, dann von vielen Hunden viel zu lernen. Ich versuche, die Menschen dafür zu sensibilisieren, sich doch dem Rhythmus der Natur wieder ein bisschen mehr anzupassen. Das Besondere hier am Rudel ist, dass ich meinem Hund für die Zeit, in der wir hier sind, das Gefühl zurückgeben kann, was einen Hund ausmacht, und er kann vollkommen Hund sein. Es freut mich einfach, wenn ich bei Mensch und Hund den Fortschritt sehe, dass wir es gemeinsam schaffen, so Schritt für Schritt und Foto für Foto uns auf den Weg zu begeben, wo es erstmal heißt, wir dürfen ein bisschen mehr in die Ruhe gehen, um den Hund dann zu erreichen. Das macht mich sehr glücklich. Vor allen Dingen macht mich glücklich, wenn der Hund glücklich ist und dann der Mensch glücklich ist und dann bin ich es auch und dann sind wir schon zu dritt und dann haben wir doch schon ganz viel erreicht.